Also Tag 2 in Düsseldorf. Auf dem Caravansalon natürlich. Heute ist er offiziell eröffnet worden. Gestern war ja Fachbesuchertag. Und man merkt schon, es ist gleich mehr los. Nicht nur am Parkplatz, sondern eben auch in den Hallen. Wir haben ja hier keine offiziellen Drehgenehmigungen. Das braucht man ja eigentlich auch nicht, wenn man berichtet. Aber von einem Stand haben wir das. Und das ist die Firma Hümmer, die uns ja kennt und weiß, dass wir immer sehr freundlich und unkritisch berichten. Ja, naja, ehrlich halt, ja. Aber nein, vielen Dank dafür. Also wir bedanken uns da ausdrücklich dafür, dass uns da Drehgenehmigung erteilt wurde. Leider hat die Presseabteilung keine Zeit gehabt. So, eine Anfrage haben wir gekriegt vom Stefan. Der will, dass wir in zwei Wohnmobile oder dass wir mal in zwei Wohnmobile reinschauen und das filmen. Und offensichtlich hat der Stefan ja, ein komfortabel ausgestattetes Wohnmobil für sich ausgesucht. Denn wir stehen schon vor dem ersten, das ist der Sun 1 von Knaus. Ein 9 Meter Mobil vermutlich. Und da schauen wir uns jetzt gleich einmal auf die Aufstellung, was da alles so vorhanden ist. Also, wie gesagt, Fahrzeuge sind für alle vorhanden. Morello natürlich. In allen Größen. Das heißt, bei Morello geht es erst oben los. Mir stellt sich immer die Frage, wer sich so ein Fahrzeug kauft. Denn man braucht ja dann schon einen festen Platz, wo man sich da hinstellt. Also so einfach mal auf dem Campingplatz fahren, das geht ja nicht. Das wird schwierig sein, ja. Oder am Tennisplatz mal für die Nacht hinstellen, wird auch schwierig. Das könnte auch Probleme geben. Ja. Aber zum Anschauen ist das schon mal ganz interessant, finde ich. Ja, aber ob es so praktisch im Alltag ist, also wenn man natürlich feste Ziele hat und ja, aber gibt es da so viele Leute, ja, also erstaunlich, ja. Offensichtlich ist ja Markt vorhanden, denn sonst hätte es die Fahrzeuge nicht geben. Ja. Also für die Leute mit viel Platz ist die Halle 5 sehr gut und empfehlenswert. Pflichtprogramm sozusagen. Also mit viel Platz, du meinst mit viel Geld? Auch. Platz. Platz kostet Geld. So, wir stehen jetzt hier bei Niesmann und Bischof und den Stefan, der hat noch einen Wunsch geäußert, nicht nur den Knaus, den Eleganten zu zeigen, sondern auch einen Niesmann und Bischof, halte ich auch für eine gute Wahl, sicherlich ein Premium-Hersteller. Und da gibt es verschiedene Grundrisse. Stefan hat uns gebeten, den 920 LF. Das ist der LF, steht für französisches Bett. Wenn jetzt Ursi und ich uns das aussuchen, wir täten uns Richtung LE bewegen, denn das sind Einzelbetten. Aber okay, wir schauen jetzt hier in den LF, wir haben den gefunden. Und Stefan, wir schauen jetzt da rein und zeigen. Was ich ganz erstaunlich finde, ist dieses Campergeschirr. Das haben wir letztes Jahr auch schon gesehen. Also das Design eines Campergeschirrs wird weniger gewechselt als das Design eines Wohnmobils. Ich würde sagen, die Hersteller, wenn sie ihre Fahrzeuge nicht so schnell die Modelle wechseln würden, sondern ein gutes Modell kreieren würden und dieses peu à peu perfektionieren würden, würden sie sich sehr viel Geld sparen. Das heißt, man könnte die Fahrzeuge kostengünstiger anbieten und vor allen Dingen, man könnte den Kunden auch bessere Qualität ausliefern. Das ist eines, was wir hier oder was ich auf der Messe in Düsseldorf gelernt habe.
Stimmst du mir zu? Ja, da stimme ich dir zu. Seht ihr? So, und da ist jetzt die Stadterwelt. Und in die schauen wir mal rein. Das ist wohl ein eigener Service für Leute, die das Caravaning noch nicht kennen. Steht auf jeden Fall dran, Beratung für Einsteiger. Wollen wir mal schauen, was die da so anbieten. Also dieses Gatterland, da kann die Reise ja irgendwo hin, wenn sie da nicht mehr gegönnt haben, und dort mit dem Fahren können wir weiter runterfahren. So ist es die Art, wie man erstaunlich, wenn man das so sieht, wie die Anfänge des Campings waren und wie sich das alles so weiterentwickelt hat. Einfach toll, einfach schön. So. So, wir laufen beim WOMO-Konvoi vorbei und da steht der Thomas Schmies vom Deutschen Caravaning-Institut. Hallo Thomas. Hallo, grüß dich. Die Gelegenheit, wenn wir dich schon treffen auf der Messe, wollen wir natürlich auch nutzen. Möchtest du vielleicht ein paar Worte zum Deutschen Caravaning-Institut sagen? Ja, mache ich gerne. Deutsches Caravaning-Institut im Mai 2017 gegründet. Wir verstehen uns als Mittler zwischen Industrie, Handel und den Verbrauchern. Und wir haben uns ziemlich viele interessante und wichtige Themen auf unser Revers geschrieben und haben auch eine entsprechende Webseite dazu, hat man ja gesehen, caravaning-institut.de. Und was für einen Vorteil habt ihr für unsere Zuschauer? Das heißt, man kann sich an euch wenden, wenn? Wenn es Fragen gibt, wenn es mal ein Problem im Hersteller gibt, wenn es mal eine gute Idee gibt, die man gerne mal in Serie sehen würde, dann können wir gerne mithelfen, weil die wichtigsten Ansprechpartner kennen wir dann schon und die geben uns typischerweise dann auch eine Antwort, sodass wir da ein bisschen zwischen den Parteien auch vermitteln können manchmal. Das heißt, ihr habt auch einen Draht zu den Herstellern? Absolut, ist sogar einer der Schwerpunkte dabei. Also ich habe es ja im Vorgespräch auch schon gesagt, Institut kann sich jeder nennen, aber wir bemühen uns darum, dass wir diesen Begriff auch mit Leben füllen und ein paar seriöse Sachen machen. Ne? Also, nehmt Thomas beim Wort. Facebook, Caravaning Institut, ja, und das könnt ihr mit Thomas in Verbindung treten. Er ist der Mittler zwischen Industriehandel und den Verbrauchern. Genau so schaut es aus. Vielleicht eine Sache darf ich noch sagen. Ja, klar. C-Kennzeichen. Ja, haben wir schon berichtet. Genau, haben wir schon berichtet. Wir haben das mit initiiert und wir versuchen die Sache für die Wohnmobilisten auch nach vorne zu bringen. Sehr gute Idee. Ja, danke schön. Ja, also wir danken für das Gespräch und wünschen doch einen erfolgreichen Caravansalon. Prima, vielen Dank. Bis dahin. Ade. Ciao. Uns gebeten, dass wir uns den Sunlight T68 mal anschauen und dazu ein kleines Video machen und dem kommen wir natürlich sehr gerne nach. Ja? Mhm. Da stehen wir jetzt, Emmy, vor der Firma Sunlight mit dem T68, ein Fahrzeug, in dem viele Leute drin sind. So, wir wohnen hier am Bodensee.
Wir hätten also auch die Möglichkeit, sehr günstig mit dem Boot unterwegs zu sein. Warum fahren wir Wohnmobil und warum fahren wir nicht Boot? Mit dem Wohnmobil komme ich überall hin, mit dem Boot nur auf dem Wasser. Ja, und da muss man jedes Mal das Boot dann rausziehen, wenn man woanders will, und muss immer am Wasser sein. Und dann ist das Wohnmobil auch schneller. Und jetzt hätten wir hier mal ein Wohnboot. Ein Wohnboot, und das wollen wir uns jetzt einfach mal anschauen, für einen Anhänger, oder? Und für den Bodensee, und da gehen wir jetzt mal rein. Ja, das schauen wir uns mal an. Vielleicht steigen wir noch um. Das glaube ich nicht. So. Fünf Sterne hat es schon mal auf jeden Fall. So, wir haben jetzt hier den Herrn Klinlo von der Firma Caravan Boot. Und da ist jetzt ein ganz besonderes Ausstellungsstück, nämlich ein Boot, das man sich individuell gestalten kann, so wie ich das jetzt hier sehe. Und was mir schon mal gefällt, weil hier haben wir schon mal Gas und Lenkrad und wir wohnen ja am Bodensee. Insoweit lockt einen sowas immer, statt auf der Straße dann am See unterwegs zu sein. Hier haben wir ein Wohnboot, das kostet vom Grundpreis her 69.000 Euro und es kann individuell gestaltet werden. Stimmt es? Nicht ganz, weil wir sind auch ein 100%iger Wohnwagen. Aha. Also Sie können das auf dem Campingplatz ganz normal benutzen. Und wir sind ein vollwertiges Sportboot. Also kein Vollkleider, sondern ein Kleider. Genau, wir sind Katamaran und wir drehen, der Drehkreis ist also fast auf dem Stand, wie ein Panzer auf Wasser. Kann man sich ja dann nochmal unten anschauen, wie der da ausgestattet ist, von der Stabilität her. Natürlich. Also das Boot kostet 69.000 Euro. Ja, nee, als Rohbauversion und die Ausbauversion, so wie wir uns das vorstellen und wie Sie es bei uns kaufen können, sonst müssen Sie es selber machen, kostet dann 98.000. Sie haben zwei Betten hier vorne, zwei vollwertige Betten, die sind in der Höhe der Wasserlinie. Sie schweben quasi über dem Wasser weg und Sie haben eine Panoramascheibe. Sie können hier die Sterne beobachten, Himmel, wenn Sie die Verschattung aufhaben. Steuerstand, eine vollwertige Terford-Kassettentoilette, Doppelkassettentoilette. Dann haben wir hier eine Mikrowelle und Grill von Firma Dometic. Dann haben wir einen Kühlschrank, der ist vernetzt mit den Solarpanelen. Mhm. Können Sie 6 Wochen autark laufen lassen, auch umbauen können. Das heißt, wenn man das hinten dran hat am Auto, kann man auch autark stehen. Also vielen Dank fürs Gespräch. Ja, gerne. Und das ist auf jeden Fall ein interessantes Konzept. Dazu zeigen wir nochmal, wie das komplett ausschaut. Ja, hier vielleicht nochmal zu den Daten. 8 Meter, 2,50 Meter. Und zu sehen am Freigelände von der Messe Düsseldorf. So, dann was auch groß vertreten ist auf der Messe im Freigeländebereich, das sind die sogenannten Tiny-Häuser, also mehr oder weniger die kleinen Ferienhäusle oder Campinghäusle, die teilweise auf Rädern stehen. Mobilheim. Ja, Mobilheim. Und auch ein bekannter Hersteller, nämlich Adria, ist wohl offensichtlich ein bekannter Womo-Hersteller, nämlich Adria ist wohl offensichtlich in diesem Segment auch tätig. So, da haben wir die typischen amerikanischen Häuser, wie man sie zum Beispiel in Kanada als Hometowns. Ja, Hometowns. Ja, das sind dann lauter Caravans, in denen die Leute dauerhaft wohnen. Fazit Messe Düsseldorf. Es war eine sehr informative Zeit und es waren kurzweilige Tage und vor allen Dingen auch lustige Tage. Wir hatten nämlich dieses Vlogger-Treffen. Wir haben viele Vlogger dann auch danach noch getroffen. Unsere ersten Befürchtungen, dass wir neben dem Festzelt stehen und recht viel Remi-Demi haben, die haben sich nicht bestätigt, weil wir einfach mitgefeiert haben. Ja. Und teilweise sogar bis nachts um 2. Insoweit sind wir jetzt froh, wenn es vorbei ist und wir wieder mal ausschlafen können. Aber die Messe an sich ist sehr schön, ist sehr interessant und man kann zu allem, was einem interessiert, Informationen einholen. Genau, wir können die Messe nur empfehlen. Ja, und wir verabschieden uns jetzt. Genau, wir fahren jetzt wieder nach Hause und wir sehen uns dann irgendwo in Deutschland wieder. Ja, ciao. Bis dahin. Tschüss. Ciao.